Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver Exchange mit mir, dem Gorobei. Ach ja, ach ja, ach ja, das Soul Silver Exchange, Freunde. Ira, wann entwickelt die sich eigentlich? Brrr, Maschok. Norbert müsste auch mal wieder trainiert werden, ne? Laplace schläft. Seifo, entwickelt der sich auf 38 oder so? Ich dachte ja auf 37 mal. Oder 40? Dodo. Dodo ist ja süß. Egal. Giftspitzen. Das war nicht cool. Ich dachte, Giftspritzen. Giftspritzen. Giftspitzen wäre was anderes. Jetzt ist es ja so, dass wenn das Team ausgetauscht wird, wir noch mal eine Hornattacke. Ja. Er setzt wieder Aufruhr ein. Die wird ja auch immer stärker, ne? Ich hatte ja in meinem, wie heißt es denn, Omega Rubin. Und damals auch bei Rubin hatte ich einen Flurmel, was dann später zu Kravums wird, meine ich. Wenn das dann Aufruhr eingesetzt hat, das hat auf jeden Fall mal richtig, richtig Action gemacht. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Radikal. Das war radikal. Dich doppelkick ich weg. Nicht mit einem Doppelkick auf jeden Fall. Setze wieder Knirscher ein. Ist Unlicht eigentlich gut gegen Gift? Nee. Ah, ist vergiftet. Das ist ja schon mal etwas. Aber wird er eh den Doppelkick nicht überstehen. Ich finde, es ist eigentlich witzig, dass Doppelkick dann viermal kickt, sozusagen. Ich hätte heilen sollen, glaube ich, aber egal. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Das wollte ich auch noch mal gucken, aber ich kann ja beibleiben, das zu sagen. Voltilam. Auf Level 35 Voltilam? Was ist das eigentlich für... Was sind das für kranke Typen? Ladungsstoß. Übersteht er das? Ja, ne? Aber 31 ist ja nichts, ne? Nee, das ist mir dann auch aufgefallen. Was sind das für kranke Typen? Ira schafft das wohl auch nicht alleine. Na gut, Seifo, dann musst du mal zeigen, was du drauf hast. Alles klar, Seifo, mach mal einen Überwurf. Baumwollsaat. Initiative sinkt. Naja, wir sind ja eh als Zweiter dran. Wir sind wahrscheinlich paralysiert. Hat das nicht irgendwie so ein Kram? Nee, 200. Ich bin am überlegen, Ira den EP-Teiler wegzunehmen. Ich wollte wissen, wo ich bin. Ach. Guck mal. Die wussten, wo es lang geht. Zur Liga. Zum Silberberg. Siegerstraße, genau. Man musste die Fälle hoch. Stimmt, so war das. Stimmt. Aber wir sind schon in Kanto jetzt. Ira läuft uns hinterher. Westlich nach Neuborkia. Boah, wir könnten uns gut heilen eigentlich. Ich will eigentlich ungern mit halb kaputten. Na gut, wir müssen durch. Okay, wow, warum habe ich denn... Warum mache ich denn sowas? Hast du Drachenwut oder so, Ira? Ja. Okay, zum Glück zweimal getroffen, aber 40, das wird nicht reichen, 40. Nein. Mach nochmal eine Drachenwut, vielleicht klappt das ja. Okay, Furien-Schlag soll den umlegen. Den Ira. Ja, aber klar, dass das passiert. Ne, wir flüchten. Okay, Floris, gescheiter, dann zerlegen wir das Dodo mal. Mit einem Flammenwurf. Bin ich mal gespannt, wie viele EP dieses Dodo gibt. Bestimmt schon einiges, oder? Oh man, du kannst echt keine 3 Sekunden fahren. Ohne dass wieder ein Dodo kommt.
Flucht gescheitert. Ich will doch nur meine Pokémon heilen. Ach, Mano. Flucht gescheitert. Ach, Mann. Okay. Ich gebe es jetzt auf. Drei. Alle guten Dinge waren drei. Verteidigung steigt. Ja, dann mach mal hier. Mach mal einen Überwurf nochmal. Oh, jetzt 4 ab. Okay. Aber 4 mal 5 ist trotzdem viel. Okay, wow. Wir versuchen Karate-Schlag. Das Dodo, Freunde. Nervigstes Pokémon ever. Wenn wir überlegen, einen Schutz einzusetzen, könnte man sich eigentlich mal gönnen, ne? Aufruhr. Wow, ein HP hat er. Okay, wie weit ist es denn nach Neuburg hier? Bestimmt müssen wir hier einfach nur surfen. Oder müssen wir durch den Tunnel durch? Dann sind wir echt am Arsch. Tentacha. Safe, wo geht eine Runde schwimmen? Das sieht das so aus wie so ein Heilhaus. Sandsturm. Okay. Da gab es also keine Heilung von Naomi. Vielleicht gibt es ja da. Kommen wir darüber. Ich will doch noch meine Pokémon heilen. Ich will doch nur heilen. Aber das Spiel möchte nicht, dass ich mich heile. Mutti! Wo wohnen wir nochmal? Hier, ne? Mutti, heile mich. Nee, spar mal weiter. Abbruch. Immer darauf bewohnt zu werden. Oder bist du vielleicht wegen deines Geldes hier? Übernimm dich nicht. Hä? Wo soll ich mich denn heilen? Mutti, ich muss mich doch heilen können bei dir hier. Oder ist es bei Professor Lind drin? Wenn man sich schon nicht mehr bei der Mutter heilen kann. Willst du dein Pokémon-Team heilen? Ja, natürlich. Alles klar, Professor. Haha, gute Arbeit. Zuerst dachte ich, dieses Ei sei einfach nur selten und nichts weiter, aber die Sache hat inzwischen völlig andere Dimensionen angenommen, was? Was hat dir die Kimono Girls erzählt? Ach, aber das geht mich auch nichts an. Das war ganz allein dein Verdienst. Du hast dich mit Herz und Seele durch alles durchgekämpft. Jemand, der aus eigener Kraft so viel erreicht hat, schafft es sicher auch an die Spitze der Pokémon-Liga. Mach dich nun also auf den Weg zum Indigo Plateau. Weißt du, wo das ist? Nimm von hier aus Route 27, bis du auf Route 26 gelangst. Du musst immer geradeaus in Richtung Norden. Alles klar, Professor. Latsch mir da wieder hin. Ich nutze jetzt aber einen Schutz. Einen darf ich ja wieder einsetzen.
Bin auch im falschen Ding. Da war ein super Schutz. So, super Schutz auf unsere... Wo sprüht sie sich das eigentlich hin? Auf den Körper oder auf den Kopf oder auf die Schuhe oder so? Genau, wir müssen die Fälle jetzt hoch mit Kaskade. Möchtest du Kaskade einsetzen? Ja, Fleckmann müsste das... Ne, Lapras kann das. Kaskade ist noch eine der Attacken, die ich auch nachvollziehen kann. Dass die halt cool ist. Okay, hier musste ich nicht raus, scheinbar. Hier musste ich raus. Ah, verarscht. Hat mich das Spiel echt verarscht. Das war schon ziemlich nice. So, jetzt surfen wir da mal schnell rüber. Weg nicht mehr. Okay, bis hier haben wir es durchgeschafft. So. Wir speichern mal kurz. Es ruckelt nämlich so ein bisschen. Und dem gönne ich das dann nicht, dem Spiel, mich abzufacken. Deswegen lieber speichern. Fatum-Knoten. Fatum-Knoten. Ja, dass wir jetzt kämpfen, das war ja schon fast klar. Lass mich raten, woran du jetzt denkst. Ich weiß. Du denkst darüber nach, zur Pokémon-Liga zu gehen. Aha. Du bist ja ganz schön klug. Mit deinem Stunning. Alles klar, drei Pokémon. Das heißt, wir machen auf jeden Fall die Giftspitzen. Wobei, Starmie ist Wasserpsycho, ne? Dann machen wir eine Hornattacke. Konfusstrahl. Alles, was macht, dass die Pokémon verwirrt sind, ne? Das ist das Dümmste, finde ich. Ich stelle mir, wenn ich mir Starmie angucke, stelle ich mir immer dieses Stern-Du vor, was das erste ja ist. Was haben wir denn noch? Ein super Trank. Aber ich glaube nicht, dass Norbert das hinkriegt jetzt. Jetzt, wo er auch noch verwirrt ist. Er wird ja weiter Sternschauer machen. Warte mal, besser wir wechseln. Ich weiß nicht, wer das regelt. Regelt Ira das? Und entwickelt Dratini sich? Das ist eine sehr gute Frage. Drachenwut. Ach so, Mist. Ach ja, gut. Habe ich jetzt auch gar nicht gesehen, dass wir so viel abgezogen gekriegt haben. Okay, dann wird safe, wo das regeln müssen. Das ist ja scheiße alles. Ah, er ist ja Psycho, ne? Na egal, wir machen mal Vergeltung. Ach, nicht Konfusstrahl. Wo ist Ampharos, wenn wir es brauchen? Vergeltung sollte aber auch gut reinklauen. Das war ein Volltreffer nur. Okay, ein Karateschlag. Aber jetzt ist er verwirrt, der Safe, ne? Komm, safe, oder das packst du? Nein, der packt es nicht. Okay, also ein Starmie ist unsere Achillessehne, wenn wir am Voraus nicht dabei haben.
Owei. Na gut, bei Owei, da können wir Foxy nehmen. Owei, Owei, Owei. Direkt vergiftet. Das ist auch eine coole Attacke so für später, finde ich. Owei besiegt. Girafarik. Weiß nicht, aber wir nehmen mal Norbert, der kann ja noch ein paar EP kriegen. Girafarik wird ja vergiftet werden. Entschuldigt im Übrigen, dass ich nicht so viel erzähle. Ich habe irgendwie super doll Halsschmerzen. Versuch mal eine Hornattacke. Süßstrahl ist natürlich auch ziemlich doof. Auch ziemlich effektiv. Girafarik wird vom Gift verletzt. Na gut, dann nehmen wir mal Laplace. Eisstrahl. Oh, Vergiftung wird das regeln, glaube ich. Ja. 1000 hätte es gegeben. Hätte ich gern gehabt mit Norbert. Alfred ruft an. Hallo, ich bin's, Alfred. Alles okay? Mein Goldini macht sich äußerst gut. Und mein Anglerglück hat sich auch verbessert. Trotzdem, das Remoraid neulich war doch nur noch eine Spur zu groß für mich. Ich sage dir, es war so groß. Also dann, man spricht sich. Der Alfred. Beleben wir Norbert jetzt wieder? Boah, Dratini müssten wir auch nochmal wieder beleben. Aber wir haben nur einen Top-Beleber. Wir haben gar keine richtigen Beleber. Das ist eh hinfällig. Dum, 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 dum. Natürlich bin ich von Neuborg ja hierher gekommen. Vulcano, Kano. Vulcano setzt Bedroher ein. Bei Vulcano gibt es leider nur eine mögliche Wahl. Und sie heißt Laplace. Laplace brennt, ist klar. Mach mal Surfer, vielleicht kannst du dich damit ja selber löschen. Guck mal, er überschwemmt doch das ganze Bild. Müsste er sich auch selber löschen können. Aber nein, das ist von dem Spiel leider nicht möglich. Vulcano, Kano. Verbrennung schadet Laplace. Stern, du. Alles klar, ich weiß nicht, wen wir gegen Sterndu einsetzen sollen. Seifu bestimmt. Sterndu ist aber auch nicht so nervig wie Starmie, aber es ist schon nervig. Mach mal einen Überwurf. Komprimator, oh mein Gott. Sterndu würde ich gerne noch besiegen, sodass Grants wenigstens... Wenn es wenigstens noch die Chance hat. Ich moderiere jetzt an der Stelle schon mal ab, weil Blubstrahl wird uns nicht killen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut morgen bei Grants vorbei, dann bei Steffi. Und wir sehen uns in 3 Tagen wieder beim Pokémon Soul Silver Exchange. Wir gucken jetzt noch, was vom Pokémon kommt. Dann kann Grants eigentlich selber wählen, ob er wechseln will oder nicht. Nidorina, alles klar. Das checkt Grants ab. Bis morgen bei ihm. Haut rein, Leute. Ciao.